Hallihallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Whisky-Zone mit Holger und Andi. Auch von mir ein herzliches Hallo bei stark sommerlichen Temperaturen 2018. Und wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst fließen wir hier weg. So ist es. Sonst haben wir uns ja mal beschwert, dass es zu kalt ist. Ja, jetzt beschweren wir uns, dass es zu warm ist. Ja, alles ist halt nie beisammen. Wir haben hier was zum Abkühlen. Heute gibt es einen Ockentaschen 3-Wood auf dem Tisch. Und zwar dreifach gelagert. Einmal Ex-Bourbon, dann Oloroso und dann PX Sherry. Das heißt genau in der Reihenfolge 10 Jahre, 2 Jahre, 6 Monate. Genau. Und es kommt heraus, wir haben ihn schon ein paar Mal probiert. Wir haben komischerweise die Abfüllung sehr oft im Tasting gehabt bei uns. Warum eigentlich? Na, weil es einfach ein geiler Whisky ist. Ich habe echt gewundert, der stand auf dem Tisch. Wir sollten das Video hier machen, wurde uns so empfohlen. Und ich habe erst mal daran gezweifelt, dass wir kein Video von dem Whisky gemacht haben. Eigentlich ein Frevel, weil das wirklich ein guter Tropfen und wer ihn noch nicht im Glas hatte, der soll das unbedingt probieren. Es eignet sich immer sehr gut für Leute, die sich diesem Thema neu nähern und komplett überrascht sind, was für eine Vielfalt an Aroma und Geschmack eigentlich in einem Single Malt stecken kann, ne? Ja, in der Tat. Gut, wir haben ja hier auch eine coole Fasskombination. Wuchtig am Korken. Und schenk erstmal ein. Ja, zu. Ja, also ich weiß nicht, wir kennen ja schon. Wir lieben ihn auch, wir mögen ihn auch. Ja, danke schön, ist ja warm, man soll viel trinken. Es ist ein sehr, sehr komplexer Whisky, finde ich. Ja, die Farbe ist sehr toll. Jetzt kann euch die zeigen, allerdings ist er gefärbt. Gut, die Originalfarbe weiß man nicht. Wir haben ja aber natürlich auch 2,5 Jahre Sherry-Fässer. Weiß man immer nicht, wie viel davon hängen bleibt. Auf jeden Fall, was wir wissen, was von hängen geblieben ist, ist ein ganz toller Geschmack. Den können wir erst später verraten. Den verraten wir erst später. Magst du ein Glas nehmen? Nee, noch nicht. Also, ich wollte ein bisschen was sagen. Und zwar waren wir bei Ockentaschen gewesen. Wunderbar zu erreichen, wenn man in Glasgow eigentlich direkt landet. Und wir sind auf dem Weg nach Isla gewesen mit dem Auto. Sehr blöde Strecke. Aber auf dem Weg aus Glasgow raus kommt man an dieser Brennerei vorbei und kann man sich auch eigentlich ohne groß vorne zu melden mal anschauen. Ne? Kleine Führung, kleines Tasting hinten ran, außer der Fahrer. Und dann geht's weiter Richtung Isla. So in unserem Fall. Ja, okay, wo warst du? Du wolltest dein Glas in die Hand nehmen. Ja, ich wollte das Glas in die Hand nehmen und mal schnuppern. Und super, einmal frei. Also das Aroma geht schon los. Ja. Wir haben hier 43% Alkohol, dreifach destilliert, Lowland-Brennerei. Daher eigentlich eher so auf der milderen Seite, verträglichen Seite. Verträglich darf man, glaube ich, ja nicht mehr sagen. Nee, kann man nicht sagen. Nee, verträglich darf man nicht sagen. Ja? Wir sprechen auch immer hier von Alkohol. Von Alkohol sprechen wir hier. Deswegen verträglich ist vermutlich das Falsche aus. Man könnte uns das falsch auslegen, sagen wir mal so. Man darf immer nicht falsch verstehen. Mild oder was hast du gesagt? Sanft, nee, was hast du eingangs gesagt? Mild heißt nicht gleich, dass er nicht komplex ist. Ja? Dreifach destilliert heißt nicht, dass er nicht auch reinhauen kann. Ja? Wir wissen ja, ca. 70% des Geschmacks bringen die Fässer mit sich und je nachdem. Ja. Also es wird meistens eher so ausgelegt, dass der Alkoholgehalt halt höher ist und der Alkohollevel nach dem Destillieren, nach dem dritten Destillationsvorgang und dadurch eigentlich diese Fuselalkohole verschwinden. Also alles, was schlechter Alkohol ist, sozusagen den Weg rausfindet beim Destillieren. Dann halt die Fasslagerung, die eigentlich am Ende den Geschmack aber hier reinbringt. Und das ist halt wirklich ein krasses Beispiel für Aroma und Geschmack. Genau. Weil wenn man das hier riecht, dann hat man gleich komplett die Eindrücke von viel, viel, viel Frucht. Für mich war es immer so der Inbegriff von Pflaumennoten, von Rosinennoten, Gewürze und vielleicht ein Hauch Karamell. Wahnsinn. Aber auch... ich musste da so ein bisschen an die Älteren von Glendronach denken, aber auch so Kaffeenoten, Kakao, dunkle Schokolade, alles dabei, total komplex, richtig gut. Und ich hoffe, der wird so schmecken wie meine Erinnerung. Was mich eigentlich wundert ist, wenn er 12,5 Jahre lagerte, warum schreibt man es nicht rauf, ja? Wird nicht gemacht, ne? Ja, weil man es nicht nötig hat. Okay, gut. Na denn. Oh, immer noch gut, wie beim ersten Mal. Nee,
Also wirklich sehr, sehr, sehr voluminös. Sehr sirupartig auf der Zunge, ölig. Aber ja, was aber neu ist in meiner Empfindungswelt, ist doch eine kräftige, würzige Note, die hinten rauskommt. Mhm. Also wirklich, was du gesagt hast, Kaffee vorhin. Tanninig, leicht würzige, ich will nicht sagen bitter, aber würzige Eichennoten. Leicht trocken werdend. Ja. Und das hatte man früher nicht so im Blick, finde ich. Man weiß ja mal nicht, ich hätte fast gesagt, wir haben Fehler gemacht, aber muss auch nicht unbedingt sein. Ihr wisst ja, dass man einen Whisky auch bei unterschiedlichen Temperaturen trinken kann oder mit unterschiedlichen Temperaturen und dass er dann auch immer anders schmeckt. Wir haben jetzt einen Fehler gemacht, wir haben den Whisky nicht aus dem Lager genommen, da wäre es kühler. Wir haben den aus dem Büro genommen, weil wir uns zurechtgestellt haben und im Büro ist es leider ein bisschen zu warm und der Whisky ist etwas übertemperiert. Was durch die hohe Temperatur jetzt noch rauskommt, ist eine krasse Würze. So, schon eine Pfeffernote, Chili-Note, Pfeffernote. Das kam aber erst nach dem Durchatmen. Total krass im Mund, schön weich, die typischen Aromen, die er so hatte. Dann schluckst du ihn runter, machst den Mund auf und bäm, kam so. Also wer da Bock hat, drauf hat, der stellt den einfach mal in einen warmen Raum. Oder im Winter in die Sonne oder so, keine Ahnung. Hatte ich jetzt auch noch nicht gehabt. Das müsste man mal so belegen lassen, weil wir hatten gestern auch bei enormer Hitze diese Highland Park Fassstärke probiert, ne? Mhm. Germany Edition, 12 Jahre. Und der war so würzig, der war so leicht, also so bitter eigentlich schon, ja. Dass es mir eigentlich nicht geschmeckt hat. Dachte mir gestern, was ist denn hier eigentlich los? Und es lag wirklich, also die Temperaturen verändern komplett das Geschmacksempfinden. Und deswegen auch zum ersten Mal, wir haben schon 4-5 Mal probiert, ihr habt zum ersten Mal jetzt wieder diese Würzigkeit, die normalerweise nicht zu finden ist. Mhm. Krass. Aber immer noch viel, viel, viel Frucht. Pflaumen, Datteln, Orangen, Gewürze, Zimt etc. Sehr, sehr, sehr geil. Alles dabei. Und wenn ihr jetzt Einsteiger sein solltet, könnt ihr trotzdem probieren. Und wenn ihr wirklich nicht mal annähernd die Hälfte von dem da rausschmeckt, was wir rausschmecken, es gibt ja noch Experten, die erzählen da noch viel mehr, was da so alles drin ist und was zu rausschmecken gibt. Ist auch nicht schlimm. Lasst euch einfach schmecken. Ich bin davon überzeugt, dass es euch schmeckt. Es schlägt so eine Bresche zu anderen Spirituosen, finde ich. Ne? Ohne jetzt irgendwie darauf einzugehen. Ja, aber sag mal, geht's in die. Also, wenn der so warm ist, hat er so ein Touch rum? Ja. Oder was? Das war so mein Denken, aber das würde ich jetzt keinem im Mund legen. Nee, absolut nicht. Also, aber auf jeden Fall. Wahnsinnig. Nee, aber auf jeden Fall. Diese Vollmundigkeit, diese Süße und diese dunkle Fruchtnote, die haut schon in die Richtung. Und deswegen sage ich ja, der eignet sich ganz gut, um sich diesem Thema Single Malt auch von anderen Seiten her mal zu nähern. Gut, probiert's aus. Mach das mal mit den unterschiedlichen Temperaturen. Probier das mal wirklich aus. Ja, du musst ja nicht die ganze Pulle nehmen, deine Angst habt, die verdirbt. Aber Entschuldigung, aber das hat man auch so noch nicht gehabt, oder? Das ist ein krasses Beispiel jetzt dafür. Alles klar, mach Schluss. Ne? Okay. Jetzt bin ich raus. Nein, also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, besucht unsere Seite und dann bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut, wir sehen uns.